Hallo allerseits und willkommen zur heutigen Online-Class mit Coach Nina und mir. Wir haben heute ein nettes 15 Minuten AMRAP für euch. Und zwar haben wir in den 15 Minuten so viele Runden und Wiederholungen wie möglich von 30 Hang-Clean-and-Jerks, wobei wir nachher im Workout alle 5 Wiederholungen den Arm wechseln werden. Genau. Dann haben wir 20 Hollow Rocks, wo wir am Rücken liegend vor- und zurückrocken. Auch da gibt es verschiedene Varianten, schauen wir uns nachher an. Und dann haben wir pro Arm 10 sogenannte Single Arm Renegade Rows, wo wir eine Hand am Boden haben und uns abstützen, mit der anderen 10-mal zu uns ziehen. Nach 10 pro Seite geht es dann wieder von vorne los. Wir schauen, wie viele Runden sich ausgehen in den 15 Minuten. Für unser Warm-up haben wir gleich 3 Übungen, die wir für jeweils 30 Sekunden ausführen. Die erste Übung wird sein ein sogenannter Cone-Touch, einbeinig, wo ihr abwechselnd rechts und links nach vorne neigt. Genauso da gerne jedes Mal das Bein wechseln. Dann die zweite Übung wird sein ein Push-Up mit einem Toe-Touch, wo wir abwechselnd rechts und links Richtung Ferse reichen nach einem Liegestütz. Und die dritte Übung ist ein sogenannter Single-Arm Front Leaning Rest, wo wir eine Hand ganz einfach wegnehmen und das halten. Da werden wir nach 15 Sekunden wechseln. Okay? Macht euch bereit, auf die Füße mit euch. Wir starten bereits in 10 Sekunden und es geht los mit unseren einbeinigen Cone Touches. Jedes Mal das Bein wechseln, das zurückreicht und wir wollen mit möglichst langer Wirbelsäule und guter Balance Richtung Boden reichen. Hier geht es nicht zwangsweise darum, so tief wie möglich zu kommen, sondern wichtiger ist uns gute Balance und eine lange Wirbelsäule, auch lange Beine. Das heißt, gerne ein bisschen höher bleiben zu Beginn und langsam rantasten. Dann geht es auch schon zu unserem Push-Up in den Reach. Lasst euch Zeit für den sauberen Liegestütz. Nach dem Liegestütz kommt ihr hinten rauf und wir reichen zurück zur gegenüberliegenden Ferse. Noch 10 Sekunden. Selbstverständlich könnt ihr auch die Knie am Boden ablegen bei den Push-Ups. Und wir kommen auch schon zur letzten Übung. Wir halten den Stütz einarmig. Ich sage euch, wann wir wechseln. Aber was wir sehen wollen, ist, dass die Schulter direkt über dem Handgelenk ist, die Hüfte möglichst gerade. Dafür könnt ihr gerne die Füße ein bisschen weiter auseinandernehmen. Und wir wechseln auch schon den Arm. Der andere Arm, die andere Hand bleibt am Boden. Auch hier Hüfte gerade, Schultern schön gerade. Noch 5, 4, 3, 2, 1. Und es geht direkt wieder auf die Füße für Runde 2 von unseren Cone Touches. Achtet weiterhin auf gute Balance. Und auch hier könnt ihr ein bisschen darauf achten, dass ihr im Becken nicht verdreht. Das heißt, die Hüfte bleibt schön gerade und zeigt Richtung Boden. Die Beine bleiben schön lang. Noch 3, 2, 1 und wieder auf den Boden für Push-Ups. Lasst euch weiterhin Zeit für saubere Push-Ups. Und vielleicht merkt ihr, dass ihr in der zweiten Runde schon ein Stückchen weiter zurückreichen könnt. Zu den Zehenspitzen, zum Sprunggelenk oder vielleicht sogar zur Ferse. Verweilt zu lange, wie es sich für euch gut anfühlt in diesem Stretch. Und dann bleiben wir auch schon wieder vorne für unseren einarmigen Stütz. Falls ihr merkt, puh, die werden ein bisschen tough, könnt ihr theoretisch auch die Knie am Boden ablegen. Auch das wäre kein Fehler. Aber wir wollen das Gewicht schon auf einem Arm. Und wir wechseln auch schon. Der Arm, der euch stützt, schön gestreckt. Den Boden leicht wegschieben. Schauen, dass die Schultern und die Hüften gerade zum Boden zeigen und wir nicht verdrehen. Noch 3, 2, 1 und noch eine dritte und letzte Runde. Wir kommen wieder zu diesem Cone Touch. Ich kann mir vorstellen, dass die in der dritten Runde auch schon ein bisschen besser gehen. Ihr merkt, ihr habt bessere Balance, ein besseres Gefühl für die Beugung in der Hüfte. Ihr könnt die Beine schön lang lassen, die Wirbelsäule schön lang lassen.
Aber auch hier, wie gesagt, kein Problem, wenn ihr nicht ganz zum Boden runterkommt. Und ein letztes Mal Push-Ups. Seid weiterhin streng und achtet auf saubere Push-Ups, wo Bauch und Hintern schön fest bleiben, die Brust im Boden berührt und wir die Arme wieder ganz strecken und immer einen kurzen Augenblick in diesem Stretch verweilen. Und wir bleiben vorne für eine letzte Runde von unserem einarmigen Liegestütz. Da wollen wir uns stark fühlen in der Position, sodass wir nachher dann gut rudern können. Und Seitenwechsel. Die andere Hand bleibt am Boden. Der Ellbogen schön gestreckt. Starke Körpermitte. Noch für 5, 4, 3, 2, 1 und Pause. Super. Als nächstes geht es ein bisschen entspannter weiter mit etwas Mobility am Boden. Wir starten mit unserem Wrist Stretch. Dafür drehen wir die Fingerspitzen zu uns, die Handfläche fest am Boden und wir verbringen hier 30 Sekunden. Los geht's. Ihr könnt dabei gerne aktiv vor- und zurück wackeln, leicht nach links und rechts. Was sich für euch gut anfühlt, könnt ihr das auch nur halten. Im Endeffekt wollen wir einen leichten Stretch in den Unterarmen spüren und merken, dass sich im Handgelenk was tut. Bleiben dann noch für 10 Sekunden. Und geschafft, super. Als nächstes steigen wir mit einem Fuß nach vorne. Wir haben gleich zwei Stretches. Das erste ist ein Hamstring-Stretch, wo wir den Hintern zurückschieben, das Bein gestreckt haben. Und das zweite ist ein Hüftbeuger-Stretch, wo wir das Knie beugen, das Becken aufrichten und leicht nach vorne schieben. Wir wollen 30 Sekunden von dem einen Stretch zum anderen aktiv hin und her wandern und Wiederholungen sammeln. Okay, los geht's. Das werden wir immer so 2-3 Sekunden im Hamstring-Stretch, Becken aufrichten, nach vorne schieben, 2-3 Sekunden im Hip-Flexor-Stretch. Und so in eurem Tempo von A nach B hin und her wechseln und spüren abwechselnd vom vorderen Bein die Hamstrings und dann auf der Seite, wo das Bein hinten ist, die Hüftbeuger, wenn ihr gut das Becken aufrichtet und leicht nach vorne schiebt. Und wir wechseln auch schon das Bein. Der andere Fuß steigt nach vorne. Hier genau dasselbe Spiel für die nächsten 30 Sekunden. Merkt, wie die Bewegung vor allem aus der Hüfte zustande kommt. Erst schiebt ihr den Hintern zurück, um einen Zug in den Hamstrings zu spüren. Dann schiebt ihr das Becken nach vorne und richtet es auf, um die Hüftbeuger zu spüren. Noch 10 Sekunden. Dann haben wir noch einen dritten und letzten Stretch für euch. Und geschafft. Gut, als letztes haben wir den sogenannten Cat Stretch. In dem Fall wollen wir die Fingerspitzen vor uns zum Boden bringen. Die Knie wandern leicht zurück. Wir wollen die Achselhöhle und die Brustrichtung Boden drücken. Los geht's. Wir verbringen hier 30 Sekunden. Auch hier alles erlaubt. Ihr könnt es entweder nur halten oder ihr könnt auch hier abwechseln, ein bisschen mehr die linke, dann ein bisschen mehr die rechte Achselhöhle runterdrücken. Was sich für euch gut anfühlt. So versuchen wir immer tiefer in diesen Stretch einzusinken, noch für die nächsten 10 Sekunden. Und geschafft. Sehr schön. Gut, Leute. Als nächstes haben wir zwei Runden von drei Übungen, die uns wieder näher an die Workout-Übungen ranführen sollen. Die erste Übung ist mit unserem Gewicht. Wir machen erst 5 Swings einarmig, schön aus der Hüfte, aus den Beinen. Wenn ihr 5 Swings habt, dann kommt das Gewicht auf die Schulter und es folgen 5 Presses, möglichst nur aus Muskelkraft. Okay? Ihr zu Hause könnt gleich einsteigen. Erst 5 Swings, dann 5 Presses, dann wird der Arm gewechselt. Sollte euer Gewicht zu schwer sein für einen Strict Press, könntet ihr entweder einen Push-Press draus machen mit leichtem Beineinsatz oder ihr könntet auch beide Hände für diesen Press verwenden in den beiden Runden. Aber im Idealfall haben wir ein Gewicht, das jetzt noch leicht genug ist, dass wir es nur aus Muskelkraft draufdrücken.
Beim Swing wollen wir gut die Hüftstreckung reinbekommen. Beim Press wollen wir uns einfach wohlfühlen, damit Gewicht über Kopf zu drücken und die Schultern darauf vorbereiten. Wenn ihr so 5 pro Seite habt, gerne euer Gewicht auf sicherem Weg wieder zum Boden führen. Als nächstes machen wir gleich gemeinsam einen Hollow Hold. Nina demonstriert für den Augenblick. Sie liegt am Rücken. Die Beine sind zuerst angewinkelt. Wir starten mal mit dem Tuck. Genau, und pressen den unteren Rücken in den Boden. Macht euch bereit dafür. Wir starten in 3, 2, 1 und hold. Wir halten es für 20 Sekunden und fest den unteren Rücken in den Boden pressen. Härter als ihr müsstet, um diese Position zu halten. Die Beine bleiben noch angewinkelt. Ihr wollt merken, wie die Bauchmuskeln arbeiten müssen. Die Schultern bleiben schön weg vom Boden. Noch für 3, 2, 1 und geschafft. Super. Top. Das war unser Hollow Hold. Die dritte und letzte Übung in der Serie sind jetzt am Bauch liegend. Active Scap Retractions. Wir haben dabei die Arme angewinkelt auf 90 Grad, Ellbogen circa auf Schulterhöhe und wollen jetzt aktiv die Schulterblätter hinten zusammenziehen und wieder leicht auseinanderfallen lassen. Los geht's zu Hause. 20 Wiederholungen davon. Und die dürfen ruhig auf einem, sag mal, flüssigen Tempo passieren. Nicht zu langsam, aber doch immer ganz hinten zusammenzwicken und auch wieder ein gutes Stückchen auseinanderfallen lassen. Ihr wollt merken, wie der obere Rücken arbeitet und wie ihr eure Schulterblätter bewegen müsst. Die Füße, die Oberschenkel bleiben dabei am Boden. Es geht, wie gesagt, vor allem um den oberen Rücken und um die Schulterblätter. Wenn ihr so 20 flotte Wiederholungen habt, wieder auf die Füße. Wir machen noch eine zweite Runde davon. Wir haben wieder 5 Swings plus Press pro Arm. Denkt hier an schön lange Wirbelsäule, gut aus der Hüfte beugen und gut die Beine und die Hüfte strecken bei jeder Wiederholung. Und dann 5 Presses. Fest den Arm strecken bei jedem Press und entschlossen das Gewicht zur Decke boxen, wenn ihr so wollt. Dasselbe auf der anderen Seite. Erst 5 Swings, dann 5 Presses. Wenn ihr so 5 pro Seite habt, das Gewicht wieder loswerden. Wir haben noch eine zweite Runde vom Hollow Hold. Nina zeigt uns ganz kurz, wie wir das Ganze schwerer machen könnten. Wenn die erste Runde gut funktioniert hat, könnten wir jetzt beide Beine strecken oder theoretisch auch nur einen Arm und ein Bein nach hinten wegstrecken. Genau. Top. Wir starten gleich gemeinsam. Macht euch bereit. Auf den Boden mit euch, es geht los in 5, 4, 3, 2, 1 und wir halten nochmal 20 Sekunden den Hollow Hold in der für euch, ich sag mal, schwersten Variante. Wenn es geht, sind beide Beine gestreckt, wenn nötig, winkelt ihr ein Bein oder auch beide wieder an. Noch 10 Sekunden halten, fest den unteren Rücken in den Boden pressen, fest die Schulter nach vorne runden. Noch 5, 4, 3, 2, 1 und geschafft, super. Ich hoffe, jeder merkt gut seine Bauchmuskeln und hat vielleicht auch gemerkt, welche Variante für ihn gut funktioniert. Dann noch einmal auf den Bauch. Wir haben noch einmal 20 von diesen Scap Retractions. Zweite Runde rück auf einem flotten Tempo. Wir wollen aktiv die Schulterblätter fest hinten zusammenzwicken und dann eher passiv wieder auseinanderfallen lassen. Spürt wieder gut in den oberen Rücken. Macht eure 20 Wiederholungen noch fertig, dann geht's wieder auf die Füße. Wir haben jetzt eine kleine Mini-Runde. Wir kommen jetzt zu den Workout-Übungen. Das erste ist jetzt der Clean and Jerk. Das heißt, ähnlich wie vorhin aus einem Swing, bringen wir das Gewicht auf die Schulter und dann geht's von der Schulter über Kopf, gerne mit Beineinsatz. Okay? Wir sammeln so 5 Wiederholungen pro Seite. Los geht's. Denkt an den Swing von vorhin, aber es geht auf die Schulter und von der Schulter mit Beineinsatz über Kopf. Hier wieder, je nachdem, wie schwer euer Gewicht ist. Wenn es sehr leicht ist, wenn ihr vielleicht nichts Schwereres bei der Hand habt, dann darf es theoretisch auch gerne ein Strict Press sein weiterhin. Wenn euer Gewicht eher auf der schweren Seite ist, dann wollen wir einen Push Press oder sogar einen Push Jerk verwenden. Die zweite Übung wird sein der Hollow Rock. Wir hatten vorhin den Hold. Da habt ihr schon gemerkt, welche Position könnt ihr gut halten. In derselben Position wollen wir jetzt rocken. Aktiv vor und zurück über den unteren Rücken. Ihr zu Hause habt 8 Wiederholungen, 8 Hollow Rocks für jeden. Achtet dabei darauf, dass ihr schön rund bleibt und über den unteren Rücken rockt. Und wie gesagt, wenn nötig, gerne die Beine
angewinkelt lassen oder ein Bein angewinkelt lassen. Dritte und letzte Übung ist jetzt der Renegade Row. Ähnlich wie im Warm-up sind wir hier in einem einarmigen Stütz und mit der anderen Hand ziehen wir jetzt die Ellbogen schön hinter den Körper. Sehr schön. Probieren wir es aus. Wir haben 3 Wiederholungen pro Arm. Wir wollen dabei spüren, kann ich das Ganze gut stabilisieren in diesem einarmigen Stütz. Das Gewicht ist auf einer Hand, sodass die andere gut ziehen kann. Falls ihr merkt, euer Gewicht ist ein bisschen zu schwer für diesen Renegade Row, könnte es theoretisch auch ein Bent-Over Row sein. Okay. Top. Gut, Nina und auch ihr zu Hause, ihr bekommt jetzt 2 Minuten Pause von mir. Nutzt diese 2 Minuten gerne für eine kleine Trinkpause, Pinkelpause, nehmt euch einen Schluck Wasser, richtet euch eine Matte her, wenn ihr wollt. Und in 2 Minuten sowas starten wir dann unser Workout. Ich gehe das Ganze nochmal kurz mit euch durch. Wir haben jetzt gleich 15 Minuten durchgehend auf der Uhr, die runterzählen werden. Und in den 15 Minuten wollen wir so viele Runden und Wiederholungen wie möglich sammeln von 30 Hang, Clean and Jerks, wobei wir alle 5 Wiederholungen den Arm wechseln würden. Das heißt, wir machen 5 rechts, 5 links, dann haben wir 10, wieder 5 rechts, 5 links, dann haben wir 20 und nochmal 5 rechts und 5 links, dann haben wir unsere 30 Wiederholungen. Denkt dran, wenn euer Gewicht sehr leicht ist, dann wollt ihr vielleicht einen Strict Press draus machen. Wenn euer Gewicht etwas schwerer ist, dann wollen wir die Beine einsetzen und einen Push Press oder Push Jerk verwenden. Dann, nach diesen 30 Wiederholungen, geht es am Boden weiter mit 20 von unseren Hollow Rocks. Da war, wie gesagt, wichtig, dass wir Bauchspannung halten können und in dieser Rundung bleiben können. Falls ihr merkt, ihr verliert beim Rocken so ein bisschen die Bauchspannung und kommt so ein bisschen in die Streckung, dann wollen wir anfangen, ein Bein oder auch beide Beine anzuwinkeln. Jedes Mal vor Rocken würden wir jetzt eine Wiederholung ziehen für Sie. Zurück vor, 1, zurück vor, 2, zurück vor, 3, bis wir 20 haben. Und dann haben wir 10 von diesen Renegade Rows auf der einen Seite. Das heißt, wir stützen uns zum Beispiel ab mit links und rudern mit rechts 10-mal zu uns. Dann den Arm wechseln, wir stützen uns mit rechts und ziehen links zu uns. Achtet dabei darauf, dass ihr in einem schönen Liegestütz bleibt, schön horizontal und dass nicht der Hintern hochschießt. Das wäre wichtig. Falls euer Gewicht zu schwer dafür sein sollte, kann es auch ein stehender, vorgeneigter Bent-Over-Row sein. Bisschen einfacher. Jedenfalls, wenn ihr 10 pro Arm habt, dann geht es wieder von vorne los mit diesen 30 Hang-Clean-and-Jerks und wir schauen, wie viele Runden sich da gut ausgehen. Wir lassen die Uhr gleich noch runterlaufen. Gebt mir noch einen kleinen Augenblick. Ich stelle dann gleich nochmal unser 15 Minuten M-Rap ein. Aber ihr könnt euch schon mal gemeinsam mit der Nina bereit machen für dieses 15 Minuten Workout. Und wir starten auch bereits in 10 Sekunden. Wir starten mit unseren 30 Hang, Clean and Jerks in 4, 3, 2, 1 und los geht's. Sammelt 30 Wiederholungen insgesamt, wechselt alle 5 Wiederholungen den Arm. Nutzt dabei gerne diesen Schwung, den wir vorhin geübt haben. Und dann vorne der Schulter geht's über Kopf. Helft so viel mit den Beinen mit wie nötig. Und wie gesagt, wenn das Gewicht sehr leicht ist, gerne einfach einen Strict Press draus machen. Findet hier einen guten Rhythmus, das soll eine schöne, flüssige Bewegung sein. Dreißig insgesamt ist die magische Zahl. Gut atmen dabei, gute Spannung im Rücken halten. Im Idealfall könnt ihr die 5 Wiederholungen pro Arm immer gut am Stück machen und euer anderer Arm bekommt dabei quasi eine kurze Pause, sodass ihr hier eigentlich die 30 ganz gut durchgehend am Stück machen könnt. Dann gerne eine kleine Verschnaufpause, bevor es weitergeht mit 20 Hollow Rocks. Hier ist jetzt Körperspannung gefragt. Fest den unteren Rücken in den Boden pressen und schön über den unteren Rücken vor und zurück rocken. Versucht hier gar nicht den Rock so groß wie möglich zu machen, sondern eher so viel Spannung wie möglich dahinter zu haben.
20 ist die magische Zahl. Auch hier gerne eine Variante, wo 20 gut am Stück gehen. Dann haben wir 10 von diesen Renegade Rows pro Arm. Also wir machen erst 10 auf einem Arm, dann 10 auf dem anderen Arm. Achtet hier auf einen sauberen Stütz, wo der Hintern schön tief bleibt und die Schulter schön vorne über dem Handgelenk. Es ist okay, den Stand ein bisschen breiter zu machen. Das kann ganz hilfreich sein. Und so sammeln wir 10 pro Seite. Wenn ihr 10 pro Seite habt, geht es wieder von vorne los. Nina startet ihre zweite Runde. Sie hat wieder 30 Single-Arm Hang Cleaning Jerks pro Seite. Sorry, insgesamt. Also 5 pro Seite jedes Mal. Jetzt heißt es, einen guten Rhythmus finden. Versucht wieder die Übungen möglichst durchgehend zu machen und euch eher zwischen den Übungen kurze Pausen zu nehmen. Weiterhin alle 5 Wiederholungen den Arm wechseln. Helft euch so viel mit den Beinen wie nötig. Danach folgen wieder die Hollow Rocks. Bei den Hollow Rocks wollen wir auf jeden Fall streng bleiben und schauen, dass wir wirklich gute Körperspannung dabei haben. Habt keine Angst davor, die Beine anzuwinkeln, wenn euch das hilft, besser Spannung zu halten. Wir haben jetzt noch knapp 10 Minuten auf der Uhr. Teilt euch eure Kraft weiterhin gut ein. Nehmt euch immer wieder kurze Pausen zwischen den Übungen. Aber versucht weiterhin die Übungen selbst am Stück zu machen. Gut atmen dabei. Achtet gut darauf, dass ihr nicht die Luft anhalten müsst, egal bei welcher Übung. Helft euch ruhig gut mit den Beinen bei den Hang Clean and Jerks. Bleibt streng bei den Hollow Rocks. Da wollen wir keine Kompromisse machen.
Noch 8 Minuten auf der Uhr. Mit ein bisschen mehr als der Hälfte wäre es ein gutes Ziel, eure Runden zu verdoppeln. Versucht nochmal dieselbe Arbeit zu verrichten. Kämpft darum, diese 10 Renegade Rows mit guter Spannung und am Stück zu machen. Wir sind jetzt bei der Hälfte auf der Uhr. Weiterhin immer wieder kurze Verschnaufpausen. Aber wenn ihr mal hingreift, wenn ihr mal loslegt, dann nicht mehr aufhören, bis ihr durch seid mit der Übung. Haltet durch, Leute. Wir kommen schon langsam zum letzten Drittel. Sauber, Nino. Starkes Tempo nach wie vor. Noch knapp etwas über 5 Minuten auf der Uhr. Jetzt heißt es dranbleiben. Achtet weiterhin auf gute Rumpfspannung bei den Hollow Rocks und Renegade Rows. Da wollen wir gegen Ende hin nochmal gut den Fokus drauf legen. Letzten 4 Minuten auf der Uhr. Schnappt euch noch eine Runde.
letzten 3 Minuten. Weiterhin kurze Pausen zwischen den Übungen. Aber dann nicht mehr locker lassen, wenn es soweit ist. Letzten 2 Minuten auf der Uhr. Halte das Tempo oben. Noch 90 Sekunden. Und wir kommen zur letzten Minute. Jetzt wollen wir möglichst keine Pausen mehr sehen. Reißt euch nochmal zusammen bei den Hollow Rocks. Da nochmal gut Spannung halten, keine Kompromisse. Nochmal den Hintern schön tief bei den Renegade Rows. Gute Rumpfspannung. Letzten 30 Sekunden. Jede Wiederholung zählt. Da gehen Sie noch ein paar Reps aus. 15 Sekunden. Und 3, 2, 1. On time. Sauber, Nina. Starkes Finish. Hast du super gemacht. Ich hoffe, ihr zu Hause hattet ebenfalls ein gutes Workout. War, glaube ich, eine nette Kombi, sage ich jetzt mal. Tragt ein, wie viele Runden und Wiederholungen ihr geschafft habt in den 15 Minuten und schreibt gerne dazu, wie schwer euer Gewicht war. Danke, Nina, fürs Vorzeigen. Danke fürs Einschalten und wir sehen uns bei der nächsten Online-Class.